Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Ausgabe für euch hier aus dem Hilton. Ihr wisst ja, welches es ist. Auf jeden Fall genießt die Aussicht, genau wie ich die Sonne auch genieße. Die Temperaturen sind lecker warm, bin im T-Shirt auch schon draußen rumgelaufen. Es ist Sommer, also Frühjahr, aber noch unter 20 Grad, keine Angst. Frisch gepresste Themen habe ich heute für euch vorbereitet, und zwar Eurowings Hannover, die geben da Vollgas, werden größer. Düsseldorf Flughafen, das Wetter hat Vollgas gegeben und die mussten schließen. Boeing gibt gar nicht Vollgas. Boeing fliegt quasi hinterher und liefert nur 50% der Flugzeuge aus. Zumindest in dem Fall von Dubai, die da Flugzeuge als Leasingfirma haben. Dann geht es weiter mit dem Thema Team USA. Delta hat eine Livery oder Livery, wie auch immer, für Team USA gemacht. Deutschland. Wir hatten ja mal Fanhansa und Siegerflieger, aber das wäre mal Fußball, aber nicht Olympische Spiele. Gucken wir uns auch an. Und dann gab es heute Post oder gestern für einige sogar schon von der DKB, die hat die Scheidung von Hilton bekannt gegeben und gibt da alle interessanten Sachen an. Also gehen wir los, ne? Machen wir und geben Gas. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, und denkt bitte dran, dass ihr den Kanal als Mitgliedschaft unterstützen könnt, oder aber wenn ihr sagt, ich will amerikanische Kreditkarten, auf der Lampe ist es, ne? Hier, da. Mit der Lampe, das ist natürlich auch eine gute Sache, um uns zu unterstützen, unsere Arbeit. Oder aber natürlich zu einem der Stammtische kommen in Hamburg, Frankfurt und in Berlin, in der Reihenfolge andersrum, Frankfurt, Hamburg, Berlin. So ist es richtig. Link ist auch wieder heute unten drunter, meldet euch an. Was haben wir noch? Nichts. Ihr habt ja alles getan. Deshalb können wir auch mit dem ersten Thema anfangen. Das erste Thema, was wir haben, das ist die Eurowings. Die Eurowings fliegt ja von Hannover aus und die Hannover-Basis wird vergrößert. Und zwar eine Erweiterung der Basis heißt auch, dass es neue Ziele gibt in Italien. Und damit wird ein zweites Flugzeug in Hannover stationiert. Gut, da kann man jetzt natürlich nicht sagen, dass das eine Riesenbasis ist. Aber auf jeden Fall zwei Flugzeuge sind dort stationiert. Und das ist ja schon mal ein Fortschritt, das ist eine Verdoppelung, das muss man ehrlicherweise sagen. Und man ist dort seit 2023 als Basis bzw. als Standort für die Flugzeuge unterwegs, die Lufthansa-Tochter. Und eine Anbindung von Hannover an Italien ist ja nicht verkehrt. Und 17 Ziele sollen im Sommer ausgebaut werden in Hannover. Ich muss sie euch vorlesen. Und zwar sind das Stockholm, Rom, Neapel, Catania, Bergamo, Faro, Malaga, Thessaloniki, Pristina und Mallorca als kleiner Auszug der Ziele, die da kommen. Und jetzt kommt das Zitat natürlich: Mit unserem Angebot sorgen wir für eine Anbindung Niedersachsen, insbesondere an die beliebten Sonnenziele in Südeuropa, sagte Jenselmann Bischof, Chef von Eurowings. Und er sagt dann: Unsere Ausweitung ist darüber hinaus ein starkes Bekenntnis zum Luftverkehrsstandort Hannover und der gesamten Region. Der Flughafenchef Martin Roll ist natürlich da auch ganz happy und sagt, der Flughafen ab Hannover wird durch die Eurowings-Ziele nochmals attraktiver. Und es stand schon lange auf seiner Wunschliste. Ihr könnt ja schreiben, was bei euch auf der Wunschliste steht, was ihr für Hannover euch wünscht oder aber auch für euren Standort. Schreibt auch Stuttgart, schreibt auch Friedrichshafen. Ich weiß, ihr wollt Frankfurt wieder haben in Friedrichshafen. Und ich bin mal gespannt, was da eure Kommentare sind und wie die Erwartungshaltung ist. Die Erwartungshaltung bei Boeing ist ganz klar, dass die mal endlich Flugzeuge ausliefern, die keinen Stress machen, und die FAA da dann auch sagen kann, hey, wir sind auf dem richtigen Wege mit euch, ihr seid auf dem richtigen Wege. Und damit ist es aber dann auch schon alles. Wenn man sich das anguckt, diese Dubai, wie heißt es nochmal, Aerospace Enterprises, die haben Frust, und das ist eine Leasinggesellschaft. Die haben dieses Jahr nur mit 50% der Auslieferungen, die sie rechnen, also in 2024 50%. Lufthansa hat ja auch Allegris Start in der 787 gestrichen dieses Jahr. Das soll ja auch erst 2025 kommen. Gut, wir haben jetzt genug Witze über Allegris gemacht. Lasst es uns genießen, dass es da ist. Und der erste Flug hat ja auch stattgefunden, planmäßig. Also insofern alles easy, alles gut. Dann ist es so, dass man natürlich erst Anfang 25 damit rechnet. Das sagte auch Carsten Spohr natürlich beim Allegris-Event. Im Januar hatte die Lufthansa noch 15 787-9er erwartet und dann
ab Sommer. Aber jetzt ist es halt so, dass die in den Zulassungsverzögerungen liegen beim neuen Bordprodukt Allegris. Ist also jetzt nicht ganz so Boeing schuld, aber andere Kunden klagen ebenfalls über geplatzte Liefertermine. Deshalb ist Lufthansa wahrscheinlich auch nicht ganz so böse, dass die Flugzeuge nicht kommen. Man kann trotzdem Kompensation abgreifen. Die Kompensation ist in Form von 737 Max bei Lufthansa geschrieben. Und da ist es so, dass man halt wirklich gucken muss. Und auch in der 787-Produktion fehlen Boeing-Teile. Im Ergebnis hat Boeing im ersten Quartal nur 83 Flugzeuge ausgeliefert. 83! 36% weniger als im Vorjahreszeitraum. Auch Boeing ist etwas hinterher, wie wir ja gestern gehört haben, sind die ja auch bei Lufthansa ein halbes Jahr in der Auslieferung hinterher, was die 320 Neos angeht. Und dann natürlich auch, dass man 50 Flugzeuge wetleasen muss. Und die Triebwerke helfen natürlich da auch nicht. Also dieses ganze Konglomerat ist natürlich da ein Problem. Und Carsten Spohr, also Carsten S. aus M., Name der Reaktion bekannt, nicht geändert. Ich muss da ja konsequent und konsistent sein. Er hat das in seinen 30 Jahren bei Hansens nicht erlebt. Also insofern bin ich mal gespannt, dass man da halt guckt. Also abwarten, es dauert halt länger mit den Fliegern. Glück für uns, dass der 380er damit fliegt und damit dann halt auch die Neubestuhlung. Und wie immer im Leben, vielleicht fliegen sie dann doch noch länger, als man es eigentlich erwartet hatte. Ja, Düsseldorf, da flog man eigentlich gar nicht, wie man es erwartet hatte. Und zwar in Düsseldorf gab es Donnerstagabend Gewitter und andere Späßchen. Da war natürlich ein Riesenproblem vorbereitet und auch vor. Heißt also, dass man dort Unwetter hatte. Und diese Unwetter haben natürlich dann auch für Verzögerungen gesorgt. Aber auch weil es dort Blitzgewitter und so weiter gab, musste der Flughafen seine Dienstleistungen einstellen. Das heißt also, man hat am Flughafen keine Bodendienste anbieten können. Und das war mehrmals. Starkregen, Gewitter, Hagelschauer am 2. Mai und die Gewitterfronten sind halt wirklich übers Vorfeld gegangen und dann ist die letzte Unterbrechung von 20.50 bis 22.45 gewesen. Heißt also, 26 Ankünfte und 24 Abflüge wurden annulliert und es gab dann natürlich auch weitere Störungen. Weiter auch, das war der Flug EW9961 nach Split. Von Split nach Düsseldorf. Er startete kurz nach 19 Uhr in Kroatien. Über Deutschland ist dann quasi eine große Schleife über dem Sauerland geflogen worden. Wer weiß, wo das Sauerland ist, weiß, wie weit das weg ist. Und ist dann über die nördliche Ruhrgebiet 6 südlich nach Dortmund. Dann flog der Airbus A320 mit dem Kennzeichen Delta Alpha Echo Whisky Whisky nach Paderborn, landete dort gegen 21.40 Uhr. Um 23.22 Uhr flog man dann nach Düsseldorf, um dann quasi 25 Minuten später dort zu landen. Also daran seht ihr, da gab es auch einige Touren. Auch Wien hatte da Probleme und das sind halt alles Gewitter, da kann die Fluggesellschaft nichts dafür. Und da muss man dann ehrlicherweise sagen, das ist wegen Wetter und da gibt es dann auch nichts, was an Kompensation ist. Das ist natürlich dumm gelaufen. Wir haben jetzt ein Thema, was mir persönlich immer wieder Freude bereitet und das könnt ihr ja auch so kommentieren, ob ihr damit Freude habt. Flugzeuge, wenn sie Sonderlackierung haben. Ich habe heute wieder einen 320er, glaube ich, war es von der Finnair als Bild gesehen, das, die fliegt leider nicht mehr, in der alten Lackierung in Silber mit dem blauen Streifen Finnair. Sah sehr, sehr, sehr geil aus. Oder auch die Lufthansa, die Weimar zum Beispiel und andere Flugzeuge, die halt wirklich in ihrer Retro-Lackierung sind. Oder welches Flugzeug ich wirklich gerne mal in Retro sehen würde, wäre eine 747 in Condor. Also das fände ich richtig geil. Wird leider nie passieren, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. War ja auch bei der 757, war es Hans oder Erwin, oder wie hieß die Maschine? Können wir das nochmal schreiben, bei Condor. Oder Achim war es, glaube ich. Ne? Schreibt es unten in die Kommentare, wie der Flieger hieß. Und so ist es bei den Amerikanern jetzt auch, dass sie bei den Olympischen Spielen ein Team USA-Flugzeug lackiert haben. Und da Delta der offizielle Veranstaltungsleiter ist, sieht das Ganze so aus. Und diese Livery ist jetzt für das Team USA in 2024 in Toulouse, Frankreich gezeigt worden. Der Airbus ist ein A350 und er feiert wirklich das amerikanische Team, sowohl das normale Team als auch Paralympic. Und man muss sagen, das Flugzeug sieht schon geil aus. Wenn man jetzt das Bild nochmal zieht, warte, da habt ihr es, ohne das Team drunter, nur damit ihr es mal seht, dann muss man schon sagen, dass das relativ cool ist. Auch hat man dort bei dem Flieger, hat man, ich habe das gar nicht runtergeladen, hat man ein Video gemacht, dass man innen drin auch zum Beispiel nochmal die Kopfstützen, allerdings leider nur diese Papierdinger, gemacht hat.
Also das heißt, dass das Flugzeug nicht wie bei Lufthansa die Lappen, um es mal so zu nennen, die Kopfstützlappen in bunten Farben gemacht hat. Es wäre schön, wenn die halt da lackiert worden sind, aber da hat man halt nur so Papierdinger, so wie es aussieht, gemacht, die dann Team USA draufstehen haben. Wie findet ihr solche Liveries und Liveries? Was ist eurer famous Livery, wo ihr sagt, das ist super hübsch, das ist super toll? Und sollten wir in Deutschland sowas auch haben? Weil die deutsche Nationalmannschaft ist 2022 zu der Winterolympiade mit dem Flieger geflogen. Lufthansa 747, eine 400er und vor allem in der ganz normalen, stinknormalen Lufthansens Lackierung. Also ihr seht, irgendwie blöd. Und ich weiß jetzt nicht, was eure Meinung dazu ist. Ich persönlich finde das so bildlich, wenn man hier das Bild hat, wo habe ich es hier, da ist es, Team USA und die rufen ja auch immer USA, USA. Und schön ist es halt wirklich, dass man hier halt auch das Logo hat, die amerikanische Flagge mit den olympischen Zeichen und dann auch nochmal, glaube ich, für die Spiele von den in Paris. Also insofern hat man da bei dem Flieger an alles gedacht in meinen Augen. Also sagt ihr, ihr möchtet sowas auch sehen bei Lufthansa, dass sie ein Flugzeug nochmal lackieren. Gut, nach Paris ist jetzt nicht so der große Burner von Frankfurt oder München aus, aber ein neues Flugzeug in Toulouse, was man da extra so lackiert von Delta, das finde ich, das hat was. Aber ihr sollt kommentieren und die Frage des Tages wiederhole ich euch nochmal gerne hier. Und die ist nämlich, sollten wir sowas auch für Deutschland haben, wie sollte diese dann auch aussehen? Also da könnt ihr dann einfach kommentieren und eurer Fantasie freien Lauf lassen. Ich bin mal gespannt, was bei euch da so rauskommt. Ich gucke wie immer auf die Uhr. Ich habe wieder Calls. Tut mir leid, ich habe einen Call, dann habe ich den nächsten Call. Aber ich wollte eure Sendung machen. Dann das nächste Thema, was ich für euch habe, das ist das letzte Thema. Das ist die DKB. Die DKB informiert uns über das Abrauchen der Verbindung oder die Scheidung, wenn ich das mal so nennen darf. Das hat ja schon Eingang in meine Sendung gefunden. Aber man muss halt der Ehrlichkeit halber sagen, die DKB-Karte ist, wenn man sich das anguckt, auch nicht besonders hübsch gewesen, aber sie hat ihren Zweck erfüllt. Und die Mitteilung ist, dass man halt am 30. September 2024 die Zusammenarbeit beendet mit Hilton. Und wenn man dann bei 19.999 Euro Umsatz ist und die 20.000 nicht voll hat, hast du Pech gehabt. Man schreibt auch, dass man ein Produkt rausbringen möchte, was das dann substituiert. Aber Freunde der gepflegten Gastlichkeit, was soll das denn sein? Wollen die jetzt auf einmal Bonn-Wollmer? Wollen die auf einmal Hyatt vielleicht machen? Aber auch hier wieder ganz klar das Problem, dass die Karten in Deutschland, Europa halt den amerikanischen Karten unterlegen sind. Gut, die Karte kostet 48 Euro, muss man der Ehrlichkeit halber sagen, aber ein Punkt pro Umsatz, zwei Punkte bei Hilton, ist jetzt nicht der Burner. Ich bin hier im Hilton, ich kriege 17 Punkte pro Dollar Umsatz. 17, ja. Und da lässt sich dann auch der 550-Dollar Preis von der Aspire-Karte wirklich verschmerzen. Und ich kann es euch nur ehrlicherweise sagen, die amerikanischen Kreditkarten sind in meinen Augen einfach auch geiler. Gut, die Karte sieht jetzt natürlich nicht so viel besser aus wie die andere, ist halt schlicht langweilig. Und ja, ich kann es euch ehrlicherweise nicht sagen, was da kommen soll. Auch die DKB hat ja auch die Lufthansa entliebt. Die Lufthansa geht auf Deutsche Bank. Da habe ich ein bisschen mehr Hoffnung, dass bei der Deuba was rauskommt. Aber diese Avancia, wie sie heißen, da weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht, ob die was bringen. Ihr könnt ja was schreiben, was ihr davon haltet. Ich selber, ich habe die Karte gar nicht gehabt, weil ich habe, ich sehe da keinen Mehrwert drin. Auslandsgebühren hast du bei amerikanischen Karten nicht. Mehr Punkte, hast einen Status direkt ohne Umsätze. Gut, man kann die Surpass nehmen, die ist dann billiger, ich glaube 100, 200 Dollar. Und, aber dadurch, dass ich die 550 Dollar und die 300 Dollar Voucher benutze, heißt also in Form von Freinacht, ist das für mich ein No-Brainer, diese Karte zu nehmen. Also, heute wieder eine kurze Sendung, heute schnell das Ganze abgerockt für euch. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, zu kommentieren und so weiter und so fort. Kanalmitgliedschaft, Stammtisch. Ihr wisst ja, wie es funktioniert. Also ich freue mich darauf und morgen wieder ein alter, eine frische Morgen wird es auch eine Sendung geben. Also abspannen. Danke euch, bis dann, ciao.
Thank you.